Wissen Sie, was ein Triebfahrzeugführer ist? Ein Triebfahrzeugführer wird wahrscheinlich ein Führer von der Straßenbahn sein. Oh nein, das weiß ich leider nicht. Hast du gehört? Nein. Oh, ein Chauffeur? Ja, ein Straßenbahnführer, oder nicht? Irgendeiner, der im Auto sitzt und da irgendwie den Fahrzeugschein hat oder so, dem das Auto hört, vielleicht? Ja, das ist wahrscheinlich ein Straßenbahnführer, oder? Straßenbahnfahrer? Straßenbahnfahrer? Ein Triebfahrzeugführer? Ja, das war ich selber mal. Ich nehme an, Lokomotivführer zum Beispiel. Wenn der Taupunkt in die Fieber steigt, wenn der Edeldampf im Dunst zerfließt, wenn im tiefen Grund der Tau sich zeigt und der erste Tropfen abwärts schießt. Leicht mit einem Stoß bricht das Wetter los. Wird die Überschwemmung übergroß, dann bewahre Ruhe, schließ den Regler zu. Fast überflüssig zu bemerken, dass mit dem Dampfzeitalter auch die Dampfdichtkunst zu Grabe getragen wurde. Denn Diesel und Elektrizität verleiten niemand zum Verseschmieden im auslaufenden 20. Jahrhundert. Zurück bleiben Erinnerungen, liebevoll mit Aufopferung gepflegt, ja schon geliebt wie ein Kind. Die Saxonia. Einst 1838 als erste deutsche Lokomotive für die Eisenbahn Leipzig-Dresden gebaut. Von Lokomotivführern in langer, liebevoller Freizeitarbeit betriebsfähig nachgebaut. Nicht in den großen Eisenbahnmuseen, sondern in Betriebshöfen, wie hier in Leipzig, wird mit großem, ja leidenschaftlichem Idealismus die lange Tradition der Lokomotiven und des Lokführerberufes der Nachwelt erhalten. Welcher Grund bewegte früher und heute, sich für den Beruf des Lokführers zu entscheiden? Ja, das ist ein Kindheitstraum. Ich hatte schon mit 3 Jahren eine Modelleisenbahn und da stand fest, dass ich Lokführer werde. Lokführer auf elektrischen Lokomotiven. Und das bin ich geworden. Der Beruf macht mir einfach Spaß. Ich habe bei der Parkbahn schon immer bei den Dampfloks daneben gestanden, zugesehen, wie der restauriert wurde. Und das hat mich dann inspiriert, den Beruf zu ergreifen. Und da war es zu Anfang nur als Notlösung gedacht, doch hat mir so viel Spaß gemacht, dass schon feststand, bevor ich mit der Bundeswehr fertig war, dass ich das weitermache. In erster Linie damals aus, in jungen Jahren, aus Überzeugung, Spaß am Beruf. Kein alltäglicher Job, täglich wandelndes Bild im Tätigkeitsbereich hat zu Anfang richtig Spaß gemacht. Ja, auch eigentlich als Begeisterung an der Sache des Pferd und auch meine Familie von früher her, väterlicherseits, die waren auch bei der Eisenbahn. Ja, die Frage ist eine gute Frage. Ich wollte eigentlich kein Lokomotivführer werden, aber die Werkführerlaufbahn
die war zu dem Zeitpunkt geschlossen. Und ja, deswegen bin ich Lokomotivführer geworden. Bin arbeitslos geworden. Hab vorher als Kfz-Mechaniker gearbeitet und wollte weiter in einem technischen Beruf bleiben. Und habe dann beim Arbeitsamt eine Anzeige gesehen, dass Lokführer bei der Bahn gesucht werden. Und darauf habe ich mich beworben und bin dann nach allen Prüfungen eben angenommen worden da. Ja, so sehen es nicht nur die politischen Größen in unserem Lande gern. Ein Wunschgedanke, hier vom Arbeitslosen zum Traumberuf auf dem Paradepferd der Deutschen Bahn, dem ICE, ist in Erfüllung gegangen. Wie könnte es auch anders sein? Denn es ist Bahnzeit. Mit einem Blitz, was immer auch damit gemeint ist, startet der neue ICE in ein neues Zeitalter. Neu ist alles, sei es der Einsatz gegen Graffitis oder die Arbeit in einer Kinngruppe, die ja so motivierend ist. Neu ist aber auch, dass Lokführer nach ihrer Ausbildung und bestandener Prüfung nicht unmittelbar in ihrem Beruf auch zum Einsatz kommen. Ja, also erstmal haben sie zu wenig Drehscheibenwärter und zu viele Lokführer scheinbar. Und zum Zweiten darf ich noch nicht alleine fahren, weil ich noch keine Überwachungsfahrt gemacht habe nach der Ausbildung. Ja, aber Drehscheibe ist ja nicht gerade das Beste, um seine Fahrkenntnisse hier zu erhalten bzw. aufzufrischen. Nee, überhaupt nicht. Ich bin das letzte Mal Lok gefahren vor gut 2,5 Monaten. Und vor den 2,5 Monaten durfte ich 2 Tage, also 2-mal Streckenkunde fahren und soll angeblich dann vielleicht auch noch kundig sein. Bin sogar zwischendurch eingeteilt worden, musste ich wieder ablehnen. Und also Kenntnisse. Ich würde mich jetzt nicht mehr trauen, alleine auf eine Lok zu gehen erstmal. Manche sind freundlich, manche sind unfreundlich. Also ist von jeder Spacht ist irgendwas mit drin. Ne? Man hat sehr viel Bank, Drogenabhängige. Also das sind die schlimmsten Sachen, die auf der S-Bahn vorkommen, und eben die guten Sachen sind auch sehr nette Personal auch da, ne, wo man sich unterhalten kann. Das sind die angenehmen Seiten, aber es sind sehr viele unangenehme Seiten als Schaffnerdienst. Ich hätte es mir leichter vorgestellt. Wir haben auch schon Überstunden als Lokführer im Schaffnerdienst. Obwohl die Fahrmeister, die sagen, auch wenn wir frei haben wollen, dann kriegen wir auch frei. Das sind die positiven Seiten der Kollegen. Aber es sind, also ein Leben lang möchte ich das auch nicht machen. Also durch die Züge laufen, mich immer als Mann da zu stellen, das als Witzfigur. Also man ist echt eine Witzfigur da drin in der S-Bahn. Die Leute beachten keine Uniform, also das ist das Schlimme daran. Ja. Ja, die Tatsache, dass wir aus unserem Geschäftsbereich unsere Kollegen, die normalerweise voll fahrdiensttauglich sind, das heißt, die voll auf der Lok fahren könnten, nicht einsetzen können, liegt leider Gottes in einer Personalplanung unseres Arbeitgebers, die wir so manchmal nicht nachvollziehen können. Fakt war der, wir haben einen Überbestand an Lokomotivführern gehabt, die wir beschäftigen wollten, die wir beschäftigen muss oder beschäftigen müssten. Und dann haben wir zu dem Kompromiss gegriffen, diese Leute befristet auf anderen Tätigkeiten einzusetzen, sprich Drehscheibe bedienen, als Sicherungsposten und als Zugschaffner. Wir haben diese Möglichkeit befristet auf ein halbes Jahr. Unsere Kollegen werden also jetzt Ende des Jahres zum 01.01.1996 wieder in den Kernbereich zu uns zurückkehren und dann auch wieder Lokomotive fahren. Und dies alles mit einem Ziel: Sicherung und Erhalt der Arbeitsplätze. Zu viele Lokführer. Ein Klageruf, der vielen Kollegen aus früheren Tagen wohl noch recht bekannt sein dürfte. Oder das andere Extrem: zu wenig Lokführer. Nur zu oft wird vergessen, dass es sich bei der Traktion um einen Dienstleistungsbetrieb handelt, der seine Leistung nicht auf Vorrat produzieren kann. Eine ausgeglichene Personallage hat es, wenn überhaupt, nur für kurze Zeit gegeben. Nachwuchswerbung für den Beruf des Lokomotivführers. Bei der Deutschen Bahn zurzeit recht spärlich. Dabei ist er laut bahninternem Sprachgebrauch etwas Besonderes. Der Alleindienst besonderer Art.
ob da der Handfeger im Führerstand auch ein echtes Angebot für Nachwuchskräfte ist? Oder der Dienst auf der S-Bahn? Ist dies mit Triebwagen der Baureihe 420 eine Sache, die notgedrungen noch hingenommen wird, so endet die Fahrerei bei lokbespannten S-Bahn-Zügen in einem Fiasko. Uralte, schwere und umständliche Bremsbedienung. Extrem kurze, ja zum Teil in Sichtweite liegende Halteabstände werden hier zu einer Schinderei für Mensch und Maschine. Hinzu kommt noch die alleinige Aufsicht am Zug, die Freigabe und das Schließen der Türen, die leidigen Ansagen des nächsten Haltes. In nicht seltenen Fällen auch noch handfeste Auseinandersetzungen mit sogenannten gesellschaftlichen Problemgruppen. Dabei ein Dienst in hoffnungslos ausgereizten, Entschuldigung, optimierten Plänen. Da kann es dann wirklich nur noch heißen, ich mach dir jeden Dienst, aber keine S-Bahn. Welch ein frustrierender Hilferuf. S-Bahn, das ist Nonplusultra der Reisenden und Fantasie. Vom Anspucken wörtlich zu nehmen, über sämtliche verbalen Attacken oder auch körperliche Art. Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Das Anstrengendste im Lokfahrdienst ist nun eben mal S-Bahn fahren. Gleichzeitig wird es aber von unserer Kundschaft, sprich Reisenden, als geringfügig angesehen. Sicher waren es auch einige Negativschlagzeilen in den Pressemedien, wie einige Stellen veranlassten, Dreharbeiten für unseren Film nur unter der Bedingung zu genehmigen, den Beruf des Lokomotivführers nicht negativ darzustellen. Nichts liegt uns ferner wie das. Auch ich selbst würde, dann aber auf einer Dienststelle, mit wenig oder besser ohne S-Bahn, den Beruf gern wiederergreifen. Szenenwechsel. Unser Team ist willkommener Gast in Frankfurt, Baumweg 45. Zentrale der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer. Allen mit ungebrochenem Mut und Optimismus voran, der Bundesvorsitzende Manfred Schell. Die GDL, in der weit überwiegende Teil der über 32.000 Lokomotivführer vertreten wird, ist mitgliederzahlenmäßig nicht gerade in der Reihe der großen Massen- und Einheitsgewerkschaften zu finden. Dafür aber hochspezialisiert und um den Erfolg von anderen Gewerkschaften oft beneidet. Denn hier geht Qualität vor Quantität. Das zeigt schon der Voraus, das monatlich erscheinende Magazin für alle Mitglieder und Interessenten. Verantwortlich hier der Redakteur Bernhard Ochs. Wie immer mit großem Eifer dabei, allen Kollegen das nötige Hintergrundwissen zu vermitteln. Später beim Interview der Bundesvorsitzende, nüchtern, sachlich, dann aber leidenschaftlich auf die aktuellen Probleme der Lokomotivführer eingehend. Ich denke mir, für den Lokomotivführer muss man differenzieren. Da haben wir erstens einmal den Lokomotivführer in den alten Bundesländern und die Lokomotivführer in den alten Bundesländern, die im Beamtenverhältnis sind. Wo man sagen kann, dass sie, wenn wir die aktuelle Diskussion über die zwei angeblichen Nullrunden, die auf uns zukommen sollen, einmal ausklammert, das ist ja noch nicht ausgestanden, dann denke ich mir, dass wir bei diesen Kollegen einen hohen Zufriedenheitsgrad erreicht haben. Das sowohl die Bezahlung betrifft, als auch die Fragen der Dienstgestaltung. Die Beförderungsverhältnisse sind so, dass man wirklich sich damit sehen lassen kann. Und die Reflexion in Schulungen und anderer beweist uns auch, dass das also kein Wunschgebilde ist hier, was der geschäftsführende Vorstand macht, sondern es Realität ist. Die Situation sieht natürlich in den neuen Bundesländern anders aus. Da herrscht natürlich seit 1990 immer weit an erster Stelle rangierend die Angst um den Erhalt des Arbeitsplatzes. Und da ist die Frage auch, was wir jetzt erreicht haben mit dem Bündnis für Arbeit, dass wir auch jetzt über weitere Jahre hinaus nicht betriebsbedingt kündigen werden, die Bahn, nicht wir als GDL, die Bahn, ist, sage ich mal, etwas, was jetzt wieder etwas Ruhe hat einkehren lassen. Was die Lokomotivführer dort drüben natürlich betrifft, ist der Angleich an die 100%, den 100%-Verdienst ihrer westlichen Kollegen. Wir wissen, sie liegen zurzeit noch bei 84%.
und sollen bis zum 31.12.98 auf 100% angehoben werden. Dazu sollte ein Stufenplan entwickelt werden. Und bei diesem Stufenplan mauert seit über einem Jahr der Arbeitgeber. Wir gehen davon aus, dass wir diesen Stufenplan in diesem Jahr 96 zumindest anheben werden. Und man muss auch sagen, wenn der Arbeitgeber da nicht mitmacht, könnte dies zu ernsthaften Auseinandersetzungen zwischen den beteiligten Parteien hier werden. Und da ist unsere Forderung, zumindest als erste Stufe jetzt eine Anhebung auf 92% der Westbezüge. Das muss durchgestanden werden, denn die Lebensbedingungen für die Menschen im Osten haben sich, wenn man einmal den Wohnungsmarkt ausklammert, was alle anderen Bereiche betrifft, die haben sich angeglichen. Das sind Weststandards. Und in vielen Bereichen sind sogar drüben höhere Preise zu zahlen, Kraftstoff etc. Höhere Preise als hier im Westen. Und von daher muss unbedingt etwas getan werden. Und es wird viel getan. Ob Ost, ob West, die Angleichung für gleiche Arbeit zum gleichen Lohn ist längst überfällig. Es kann und darf solche Unterschiede bei einem Arbeitgeber und einem Lokführerberuf nicht geben. Das Spiel mit der Angst um den Arbeitsplatz war schon immer ein gefährliches Spiel. Unsere hohe Verantwortung, unser besonderer Arbeitsalltag, unser das sich auf den anderen verlassen können. Ein gemeinsamer Wunsch seit 1867, dem Gründungsjahr der GDL. Wissen, Ehre, Wohlergehen. Ja, wir halten an alten konservativen Werten fest. Wir wollen, dass auch weiterhin die Lokomotivführer symbolisch sind für Pünktlichkeit, Verlässlichkeit, Korrektheit und Verantwortungsbewusstsein. Wir wollen, dass auch weiterhin die Öffentlichkeit und nicht nur die Eisenbahnfreunde die Lokomotivführertugenden kennen. Leicht gesagt, wenn es dann nicht eine besondere Initiative der GDL geben würde. Nach langen, intensiven Vorbereitungen war es dann endlich soweit. Von den autonomen Lokomotivführern Europas beschlossen, am 16. September 1995 erstmalig an verschiedenen Orten den Tag des Lokomotivführers begangen. Von einer anderen Gewerkschaft in Panik und mit immenser Energie versucht, dies zu verhindern. In so große Not geraten, wurde der Bahnvorstand ersucht, die GDL-Veranstaltung auf dem Eigentum der Deutschen Bahn zu verbieten. Natürlich war der DB-Vorstand gut beraten, hier seine eigene Entscheidung zu treffen und diese Veranstaltung auch als eigene Werbung für die Deutsche Bahn zu nutzen. Das gefällt mir sehr gut hier, denn ich denke, da kommen die Leute wieder auf die Idee, zu Hause die Eisenbahn aufzubauen und wieder in Erinnerung zu schwelgen, wie es früher gewesen ist. Wir sind von hier mal bis zum Hauptbahnhof und wieder zurück. Auf der Lokomotive, ja? Ja. Und möchtest du auch mal Lokführer werden? Ja. Tag und Nacht aufstehen, Samstag, Sonntag, Feiertags auch? Vielleicht. Ich finde es ganz toll. Bei uns in der Familie sind alles Eisenbahner. Und diese alte Lok hier, die 42 gebaut worden ist, da wurden 3000 Stück von gebaut. Das weiß ich. Also. Das ist eine sehr schöne Veranstaltung. Man sollte öfter so etwas machen. Das ist eigentlich viel zu selten hier für Düsseldorf. Denn Sie sehen ja an dem großen Zuspruch, dass Sie, glaube ich, eine ganze Menge Publikum damit begeistern können. Ansonsten weitermachen und vielleicht mehr Dampflokomotiven noch vorstellen, die auch im Einsatz sind. Ich glaube, das haben die Kinder besonders gerne. Mhm. Danke für den Tipp. Unser besonderer Dank gilt auch den Kolleginnen und Kollegen des Geschäftsbereiches Werke. Sie haben es sich nicht nehmen lassen, allen Widerlichkeiten zum Trotz, dem erstaunten und interessierten Besucher viele ungewöhnliche Eindrücke in die Welt der Lokomotiven zu ermöglichen. Ach, das ist ein Fahrmotor. Größer ging's wohl nicht. Und davon gleich vier Stück in... Ach nein, die sind ja weiter unten an der Lokomotive. Volksfeststimmung macht sich breit, denn wie es sich für eine solche Veranstaltung gehört, sorgen Eisenbahnfreunde auch für das zünftige leibliche Wohlbefinden.
Führungskräfte der Bahn sind ebenso willkommene Gäste wie der geschäftsführende Vorstand des Veranstalters. Die Eisenbahner, die Lokführer fahren, auch wenn es regnet und nicht nur bei schönem Wetter, auch bei Nacht, bei Nebel, werktags, samstags, sonntags. Denn der Beruf des Lokführers ist kein Job, sondern der Beruf des Lokführers ist eine Berufung. Und wenn das auch manchmal eben ein sehr schwerer Dienst ist, so machen das die Leute aus Berufung. Warum feiern wir diesen Tag? Um einmal im Jahr den Lokomotivführern zu danken für ihre Arbeit, die sie verrichten, für die Arbeitsinhalte, die einen Lokomotivführer ausmachen, auch für das Charisma, das einen Lokomotivführer auszeichnet, nämlich grenzüberschreitend tätig zu sein, damit völkerverbindend tätig zu sein. All dies wollen wir an einem solchen Tag wie dem heutigen würdigen. Ich hoffe, dass es uns gelingt. Aber was uns insbesondere auch noch am Herzen liegt, ist, mit unseren Kollegen, die hier vorne auf den Lokomotiven sind und hinten an der Drehscheibe, dass sie ein Stück Arbeitsplatz des Lokomotivführers kennenlernen, dass sie mit dem Berufsalltag des Lokomotivführers auch seine Traktion, in der er jetzt in Arbeitgeberfunktion seine Heimat gefunden hat, dass sie sie kennenlernen. Und wenn es uns dann noch gelingt, durch auch solch einen Tag wie dem heutigen, der Bevölkerung, der deutschen Bevölkerung, Eisenbahn und damit den Beruf des Lokomotivführers, der gleichsam sinnbildlich Herz und Verstand dieser Bahn ist, etwas näher zu bringen. Ich glaube, dann ist uns vieles gelungen und zumindest ist uns dann gelungen, den Auftrag, den wir uns selbst gestellt haben, ihn zu erfüllen. Für großes Aufsehen sorgte, wie schon bei vielen anderen Gelegenheiten, ein besonderes Prachtstück aus einer besonderen Epoche der Bahngeschichte. Getauft auf den Namen Queen, ist sie nicht nur aufwendig und liebevoll betriebsfähig restauriert, sondern erfreut sich auch einer außergewöhnlichen Besitzer. Barbara Pirch, von Beruf Lokomotivführerin beim Betriebshof Mönchengladbach, kennt nur eine Leidenschaft, die eigene Lokomotive. Von einem Schrottplatz vor dem endgültigen Ende im Hochofen zu einer Besonderheit, die in unseren Breiten einmalig sein dürfte. Mit Sicherheit und nicht ohne Stolz fährt Barbara Pirch die V200 natürlich selbst. Große Resonanz auch in den Pressemedien, denn den Beruf des Lokomotivführers umgab immer schon etwas Besonderes. Einst stand er gesellschaftlich hoch im Ansehen. Bis in die Gegenwart wird er in Kinderträumen verklärt. Da wagte es bei dieser Gelegenheit doch tatsächlich ein GDL-Hauptvorstandsmitglied, den Lokführer auf eine Stufe mit dem Flugkapitän zu stellen und handelte sich prompt herbe Kritik aus Lokführerkreisen ein. Stufe hin, Kritik her, lassen denn diese beiden Berufe einen Vergleich überhaupt zu? Ich würde sagen, vom Prinzip her sind durchaus Parallelen zu ziehen. Ich habe mir die ganze Geschichte auch schon mal angeschaut vor einiger Zeit und ich sehe es also von der Seite, dass einmal der Lokführer Verantwortung hat für eine Menge Menschen, die er da befördert, genau wie wir auch. Das sind sogar im Prinzip noch mehr. Genauso wie halt für ein Material, was sehr kostenintensiv ist. Und zwar die Parallelen in dem Maße, wie gerade angesprochen. Insofern finde ich es also auch wichtig, dass Ruhezeiten und Dienstzeiten streng reglementiert werden, dass sie nicht überzogen werden. Ich weiß also, dass es hier bei uns in der Fliegerei zum Beispiel maximal 10 Stunden Dienstzeit zulässig sind am Stück. Wenn es überschritten wird, muss die Besatzung verstärkt, das heißt also durch einen mindestens einen zweiten Co-Piloten erweitert werden. Und ich würde also das auch durchaus für richtig halten, wenn das Gleiche auf der Ebene der Eisenbahn auch geschehen wird, weil ich nicht in einem Zug sitzen möchte, wo vielleicht vorne der Lokführer eingeschlafen ist, weil er schon 12 oder 13 Stunden auf dem Buckel hat. Außerdem finde ich es wichtig, dass die Dienstpläne an sich so abgestimmt sind, dass zwischendurch genug Zeiten sind, um sich zu entspannen und auszuruhen. Ich merke es an mir,
wenn ich also mal eine Woche lang am Stück Dienst haben sollte, was Gott sei Dank bei uns sehr, sehr selten passiert, dass ich hinterher sehr geschafft bin und also auch am letzten Tag, am sechsten oder siebten Tag sehr geschafft bin. Das heißt, dass da Arbeitsfehler unterlaufen, die eigentlich nicht sein dürfen. Und darum ist es eigentlich bei uns auch so, dass solche Pläne nicht mehr gemacht werden, sondern dass man normalerweise spätestens nach vier, allerspätestens nach fünf Tagen wieder zu Hause ist und noch mindestens zwei Tage Freizeit zu Hause dann hat, wo man sich entspannen kann und abschalten kann. Dienstpläne, Anordnungen, Wirtschaftlichkeitsrechnungen und so weiter können bei aller Ausreizung der Vorschriften beliebig zur Anwendung kommen. In letzter Konsequenz, und dieses Bewusstsein muss den Lokführer prägen, trägt er im Alleindienst besonderer Art, genau wie der Pilot, ganz allein die Entscheidung und Verantwortung. Ausführen muss es der Pilot, ist ganz klar. Und es liegt im Verantwortungsbereich des Piloten zu sagen, dass er, wenn zum Beispiel eine Flugdienstzeit überschritten wird, was immer passieren kann bei uns, wenn ein Flugzeug unvorhergesehen kaputt geht, keine Ersatzmaschine sofort bereitgestellt werden kann und es vielleicht zu zwei oder drei Stunden Verzögerung kommt und man im Anschluss aber noch acht Stunden oder neun Stunden fliegen muss, dass man dann selber in die Pflicht genommen wird zu entscheiden, okay, fühle ich mich in der Lage, jetzt noch einen Dienst von acht Stunden zu absolvieren, wo ich ja nun schon zwei Stunden hier sitze und auf den Abflug warte. Das heißt also, dass meine Flugdienstzeit überschreiten werde. Wenn ich mich dazu in der Lage fühle, oder nicht nur ich, sondern wir als Team hier im Cockpit, können wir uns gemeinsam dafür entscheiden. Und wenn wir uns einer der beiden sich nicht in der Lage fühlt, dann werden wir uns gemeinsam dagegen entscheiden. Dann muss also eine Besatzung aus der Bereitschaft geholt werden, die den Flug dann für uns übernimmt. Auch wir als Lokführer müssen uns also bewusst sein, die alleinige Verantwortung zu tragen. Ob Pilot oder Lokführer, hier soll der erste Fahrtrainer der DB AG ähnlich wie in der Fliegerei auch dazu beitragen, die Verantwortung in das Bewusstsein zu vertiefen. In 15 Monaten Bauzeit entstand mit einem Kostenaufwand von rund 4 Millionen Mark in Fulda der erste von 12 Fahrsimulatoren. Fahrtraining auf Höhe Null. Jene Technik, die zur praxisnahen Ausbildung von Piloten bereits zum Einsatz kommt, wird nun auch von der DB AG genutzt. Im Fahrsimulator können die Lokführer nach dem Prinzip lernen, üben, anwenden, ihre theoretischen Kenntnisse realitätsnah umsetzen. Sie erleben nicht nur ein extrem realistisches Fahrgefühl, sondern können auch direkt in den Betriebsablauf eingreifen. Mit diesem interaktiven, computergesteuerten Training lassen sich vom normalen Fahrbetrieb bis hin zu Stresssituationen vielfältige Betriebsabläufe durchspielen und bei Bedarf beliebig oft wiederholen. Mit der mikroprozessorgesteuerten Simulationstechnik systematisiert die Deutsche Bahn AG die Aus- und Fortbildung ihrer Lokführer, deren Tätigkeit unverzichtbar ist für einen reibungslosen Ablauf des Bahnbetriebs. Rund 800 von ihnen sind bereits für den ICE ausgebildet. Jährlich werden jetzt in Fulda weitere 50 in zweiwöchigen Kursen auf die Fahrt mit dem ICE vorbereitet oder sie frischen ihre Kenntnisse auf. Das interaktive Training ist auf die individuellen Bedürfnisse des einzelnen Lokführers abstimmbar, soll die Ausbildungszeit um bis zu 25% verkürzen und ist energiesparend. Die DB kann bedarfsorientierte Trainingsprogramme erstellen und ihre Lokführer noch bevor beispielsweise neue Fahrzeugtypen real zum Einsatz kommen, nach der neuen Technik ausbilden. Darüber hinaus wird das Streckennetz von Schulungsfahrten entlastet. Am 21. Juni 96 war es dann soweit. Der erste interaktive Simulator konnte der Öffentlichkeit vorgestellt und seiner Bestimmung übergeben werden. Mit dem nötigen Schindarasabum wurden alle Interessierten mit Rang und Namen begrüßt. Hochgelobt der neue Meilenstein in der Bahngeschichte. Wir können es selbst kaum glauben, in welch bunten Farben hier die Zukunft des Lokführerberufes gemalt wird.
Loks gibt es ja keine mehr, räumt Heinz Dörr ein, genauso wenig wie Lokomotivführer. Wir haben Triebfahrzeugführer und Triebfahrzeuge. Aber zum besseren Verständnis soll doch alles bei der bisherigen Bezeichnung bleiben und somit war auch der Friede wiederhergestellt. Neue Loks müssen her, die Bedingungen auf der Lok 103 sind ja unzumutbar. Bedauere, Herr Dörr, viele Lokführer wären froh, Arbeitsbedingungen wie auf der 103 vorzufinden. Während der Vorstandsvorsitzende selbst werbewirksam die erste Simulatorfahrt unternimmt, zurück zur Realität und zum Eindruck eines beteiligten Lokführerkollegen. Etwas problematisch, weil ich mich als älterer oder altgediente Lokführer erstmal an das oder an solche Systeme und an die neue Sache, Computer und gewöhnen muss. Ne? Das ist also gewöhnungsbedürftig, aber es ist halt die Zukunft, ne? Da muss man halt mitspielen, ne? Jetzt alles nichts. Ja. Mit dieser modernsten Technik, und hier sind wir weltweit führend, tun wir etwas für die Bahn, aber vor allen Dingen für unsere Lokführer. Denn ohne die Lokführer ist ein Mehrverkehr auf der Schiene einfach nicht möglich. Und hier müssen wir mehr tun wie in der Vergangenheit. Bringt es Vorteile hier? Ja, es bringt Vorteile, indem ich am Simulator also einiges oder alles machen kann, was ich draußen nie kann am Fahrzeug. Ne? Ich kann also nicht während der Fahrt Hauptschalter rausschmeißen, sämtliche Relais und. Das funktioniert nicht, weil wir haben Reisende drin, die wollen anständig befördert werden, da kann ich nicht spielen mit dem Fahrzeug. Am Simulator kann ich alles machen. Ob ich da jetzt mit 120 oder 60 Kurve fahre, und das nimmt er mir alles nicht für krumm. Ne? Das, von daher ist es natürlich herrlich, dass man da ohne Stress und ohne Angst vor allen Dingen irgendwas machen kann. Ne? Herr Dörr, werden denn die Lokführer auch nachts getestet, also nach dem Ruhetag um 2 Uhr anfangen? Ja, natürlich. Wir müssen alle Zustände, die ein Lokführer über sich ergehen lassen muss oder mit denen er fertig werden muss, müssen wir simulieren. Und das können wir ja hier. Das ist ja der Riesenvorteil, dass wir eben nicht auf die Strecke müssen und auch Zustände herstellen können, die vielleicht sehr selten vorkommen, aber die, wenn sie eintreten, der Lokführer dann eben gewaltig gefordert ist. Darauf können wir ihn trainieren. Wie hat Ihnen denn so die erste große Fahrt hier gefallen? Also großartig. Sie kriegen ja fast nasse Füße hier, nasse Hände, wenn Sie hier da durch das Ding gehen und wenn Sie hier mit 260 um die Kurven fahren. Also wirklich eine tolle technische Leistung unserer Leute und der Firmen, die das gebaut haben. Und nachdem wir da unten also einige Runde gefahren sind, muss ich sagen, man vergisst plötzlich, dass man also in so einer Kiste sitzt, wie wir sagen. Ne? Und glaubt wirklich, man ist jetzt draußen im Zug. Ne? Was mir persönlich lieber ist, wenn mir sowas wie in der herkömmlichen Ausbildung ein Lehrer erzählt. Ne? Weil dann, wenn ich dann was nicht begriffen habe, dann frage ich den Lehrer und der hakt nach, fängt alles darum an, mir irgendwas zu erzählen, damit ich das vielleicht begreife. Wenn ich hier wiederhole, kriege ich immer nur den gleichen Text, den ich 2 Minuten vorher schon mal gehört habe. Ne? Dann muss ich mal so, wenn es wirklich nicht reingeht, einen Lehrer holen oder und am Simulator mit dem Lehrer das eben nochmal durchkauen. Ne? Also der wiederholt mir immer nur den einen Satz, den ich eben nicht begriffen habe. Ne? Also wir wollen natürlich nicht üben, zum Beispiel einen Selbstmörder, der sich vor den Zug wirft. Ja. Oder einen Zusammenprall wollen wir auch nicht in der Wirklichkeit üben. Aber der Lokführer muss ja darauf ausgerüstet sein. Und das können wir hier mit diesen Simulatoren machen. Ausgerüstet und vorbereitet ist er für solche Situationen, die wohl zu den schlimmsten in seinem Lokführerleben zählen, nur unzureichend oder gar nicht. Allein 1993 haben die damaligen deutschen Bahnen rund 900 Fälle von Selbstmördern auf Schienen registriert, wo Lokführer unmittelbar beteiligt waren. Tendenz steigend. Ein Thema, welches bisher im Sinne des Wortes totgeschwiegen wurde. Die Leute standen auf einmal mitten im Gleis, also es waren keine Anzeichen dafür vorhanden, dass sie das Gleis überqueren wollten oder noch irgendwelche anderen Züge mitkriegen wollten oder Wege abzukürzen, sondern sie standen einfach platschig da. Und dann ist die Situation, sage ich mal, wenn man sich das anschließend rational nur im Kopf gehen lässt, an sich so, dass man da wenig Möglichkeiten hat. Man kann, wie bekannt, nicht lenken, man kann an sich nur bremsen.
Und die Bremswege sind auch bekannt, die sind in jedem Fall immer so immer zu kurz. Man ist da meistens mit dem ganzen Zug drüber. Also in dem Sinne macht man sich keine Vorwürfe, irgendwie falsch reagiert zu haben oder zu spät, meinetwegen zu spät gebremst oder kein Achtungssignal gegeben zu haben. Obwohl man es dann auch noch in der meisten Zeit tut. Wie gesagt, der ganze Bewegungsablauf läuft ja mechanisch ab. Also es ist alles eins. Man macht eine alte Schnellbremsung ein, man macht den Achtungssignal, gleichzeitig bedient man die Notruftaste und es ist, was einen so, weiß ich nicht, betrifft, das ist die Situation, die an sich relativ elendig ist, die ist danach die ganzen Umstände. Man sieht einen menschlichen Körper mehr oder weniger zerstückelt dort rumliegen, Teile hängen am Triebfahrzeug rum und was dann noch erschwerend in Zukunft, in dem Moment ist man wirklich mutterseelenallein. Mutterseelenalleine. Und das ist, was ich dann so an sich am schlimmsten empfunden habe. Die Verbindung mit Zugbahnfunk, die sind eh schon schlecht genug. Man schafft es also wirklich gerade, die betrieblichen Notwendigkeiten dort mit Ach und Krach loszulassen, mit den ganzen Störungen und Verbindungen. Wie gesagt, und dann ist ja erstmal warten angesagt. Die Situation ist geklärt. Man kann keine Hilfe mehr leisten. Die Betriebsstellen, die sind informiert und dann sitzt man alleine da mit dieser ganzen Situation. Was kannst du einem Lokführer in solch einer Situation empfehlen? Ja, in der Regel ist es also äußerst schwierig, eine allgemeinverbindliche Regel aufzustellen, denn jeder betroffene Lokführer verarbeitet das im Moment anders. Es empfiehlt sich allerdings, wenn man überhaupt noch in der Lage ist, da soweit klar zu denken, sich nach Möglichkeit ablösen zu lassen. Denn die Reaktionen setzen bei dem einen früher oder etwas später ein. Es zeigt sich auch weiterhin, dass in vielen Fällen auch etwas Druck ausgeübt wird, damit der Zug noch weitergefahren wird. Das muss man aber aus der jeweiligen Situation heraus entscheiden. Da ist also auch keine verbindliche Regel aufzustellen. Das geht nie irgendwie ganz vorbei. Man ist die erste Zeit unter einer Anspannung, sag ich mal, wenn man fährt. Gerade wenn die Lichtverhältnisse nicht optimal sind, sprich nachts, Nebel, Regen, dann sieht man doch so, sag ich mal, den einen oder anderen Schatten und denkt so, war nix. Und das lässt nach. Das geht dann in der Zeit wieder in einer normalen Routine über. Und da war es ja bei mir jetzt gerade mal unglücklicherweise so, da hatte ich mich wieder an einen normalen Betriebsablauf gewöhnt und alles war so heile Welt und dann peng war auf einmal wieder der Nächste da. Nun, wir haben seit dem vergangenen Jahr, also seit 1995, ein Konzept erstellt. In diesem Konzept ist also genau erarbeitet worden, wie man sich normalerweise diese Bewältigung des Unfalls, des Unfallschocks vor allen Dingen, durchstehen kann für den Lokführer, durchführen kann. Es sieht heute so aus, dass in den verschiedenen Betriebshöfen Mitarbeiter benannt sind, die also die erste Kontaktnahme mit den betroffenen Lokführern herbeiführen sollen, ihm also auch Ratschläge geben können, dass er sich notfalls mit diesen Kollegen erstmal berät, des Weiteren auch wirklich aktive und aktuelle Hilfe von einem Psychologen des Bahndienstes bekommt. Was vielleicht ein bisschen hilft oder mir persönlich geholfen hat, wenn man dann anschließend wieder im Dienst ist, dann spricht man immer noch mit Kollegen darüber. Ja, hör mal, du warst jetzt eine Zeit lang krank, du hast den und den Unfall gehabt. Ich hatte das auch schon mal. Aber wenn man dort die Zeit hat, in einem Aufenthaltsraum, und spricht man mit dem Kollegen, wie er das erlebt hat und was er sich jetzt auch denkt oder wie er das empfunden hat, und das dann auch ein bisschen so auf sich überträgt und projiziert, hilft einem ein bisschen. Diese extremen Ausnahmesituationen prägen das Lokführerleben wahrlich ein Leben lang. Einen wirksamen Schutz vor solchen Negativerlebnissen gibt es nicht. Der berufliche Einfluss auf das Privatleben ist beim Lokführer nun einmal außergewöhnlich groß. Der Dienstplan, ob wir es nun wahrhaben wollen oder nicht, prägt nicht nur das berufliche, immer mehr auch das private Leben. Eine Situation, die vor allem junge Menschen, die ihren ganzen persönlichen, beruflichen Ehrgeiz,
Ohne den geht es nicht. Hier investieren möchten, wohl überlegen und planen sollten. Nächster Halt, Düsseldorf-Unterrad. Die jungen Leute, die bei uns zur Ausbildung kommen, die sind manchmal zweigeteilt. Das heißt, der eine weiß schon, was ihn erwartet, weil er von Vater her kennt die Problematik des Lokführers, den Schichtendienst, den Wechseldienst, den Unregelmäßigkeitendienst. Und manche Leute wissen das nicht. Die haben wir dann als gewählt, um sich vielleicht da zu verwirklichen, einen Traum wahrzumachen. Und da gibt es manchmal Probleme, weil sie den Schichtendienst dann einfach nicht vertragen oder den Stress auch nicht vertragen oder auch familiär zu Hause, weil eben die Frau oder Freundin diesen Beruf auch nicht so gern mag, weil der Mann abends halt unterwegs ist, Samstag unterwegs ist, wenn man da auf eine Party will oder eine Disco will und so weiter. Und da gibt es momentan bei uns schon Probleme, gerade im häuslichen Bereich, dass Lokführer hier zu Hause Probleme bekommen und damit es natürlich in den Beruf mit hineinbringen und damit auch Stress praktisch haben. Ne? Sicherlich hat dieser Beruf Einfluss auf mein Leben. Jeder Beruf hat irgendwo Einfluss auf das Leben desjenigen, der ihn nun ausübt. Besonders ist das natürlich bei uns durch die unterschiedlichen Anfang- und Endzeiten bedingt, wo die Familie sicherlich auch mit einbezogen werden muss. Ich habe also in der Küche einen Dienstplan hängen, wo in groben Zügen, nicht minutiös, aber in halbstündlichen Varianten, immer aufgeschrieben wird, was ich, und da ich Plan fahre, ist das also durchaus zu machen, an dem und dem Tag für einen Dienst habe. Am gestrigen Dienstag, nein, am gestrigen Montag, hatte ich also den Dienst 01, Tag 5, Dienstbeginn war 4.26 Uhr. Und das weiß meine Frau natürlich auch. Das weiß sie immer schon einen Monat vorher, weil ich ihr das immer aufgeschrieben habe. Sie kann also auch ihre Bedürfnisse so legen in der Regel, wie das also in meinem Dienstplan dann auch möglich ist, sodass ich, wenn mal etwas ganz Besonderes ansteht, vielleicht den Personaldisponenten konsultieren muss, aber sonst in der Regel geht das von unserem Plan aus. Du hast aber eine sehr ungewöhnliche Freizeitaufgabe hier in Düsseldorf. Du betreust einen alten, hilfsbedürftigen Menschen. Eine Aufgabe, die dich sehr ausfüllt und die dir auch Kraft gibt, diesen Beruf auch ausüben zu können. Ja, das ist sicherlich so. Die Zufriedenheit, die ich eigentlich habe, die auch viele meiner Berufskollegen an mir durchaus spüren, wo ich auch schon mal von dem einen oder anderen darauf angesprochen werde, die bekomme ich aus so einer Tätigkeit. Ja, und es gibt mir enorme Kraft, auch meinen Beruf heute als nicht so schwer oder schwierig zu betrachten. Und das ist auch im unregelmäßigen Wechseldienst möglich? Das ist im unregelmäßigen Wechseldienst ganz besonders gut möglich. Bei Frühdiensten sieht das bei mir halt so aus, dass ich ja dann abends vielleicht nochmal vorbeisehe. Hm. Bei dem Mann, den ich zurzeit betreue, es ist im Übrigen der vierte. Die drei, die ich davor betreut habe, sind leider verstorben. Und er hat mir vor nicht langer Zeit gesagt, Herr Suttbrock, ich habe nie einen Sohn gehabt. Jetzt im Alter habe ich einen bekommen. Und er meinte mich damit und das hat mich eigentlich sehr stolz gemacht. Und auch daraus ziehe ich viel Kraft, um hier in meiner Familie und auch unter Arbeitskollegen ja immer ein freundliches Gesicht zu machen und nie so fürchterlich deprimiert und immer nur schlechter Laune zu sein. Was empfindest du in diesem Beruf als besonders schlimm oder negativ? Da müsste ich wirklich überlegen. Denn ich habe jetzt vor kurzem mal morgens um 3 Uhr
auf der Bettkante gesessen und musste aufstehen. Und dann habe ich ganz laut geflucht. Was hast du eigentlich für einen beschissenen Beruf? Als ich dann aufgestanden war, hatte mich rasiert und gewaschen und Zähne geputzt und war das eigentlich schon wieder vorbei. Da war der Gedanke schon wesentlich weiter. Du fängst zwar um diese unmögliche Zeit an, aber du hast auch um 13 Uhr Feierabend. Und wer außer Lehrer hat das schon? Ich konnte also an dem Nachmittag noch sehr viel beginnen und habe das dann auch getan. Ich mache dann hier im Haus noch ein bisschen was. Meine Frau ist auch berufstätig. Und ich denke, die geringe Freizeit, die wir beide zusammen haben, die braucht meine Frau nicht mit Putzen oder sonstigen hausarbeitlichen Tätigkeiten verbringen, sondern die verbringen wir dann auch wirklich intensiv zusammen. Leider dürfte die Meinung und Einstellung unseres Kollegen zum Beruf nicht allgemein vorhanden sein. Nach wie vor bedeutet der unregelmäßige Wechseldienst eine unverkennbar große Belastung für die Gesundheit und das Privatleben. Herz- und Kreislauferkrankungen sind weit verbreitet. Zunehmend auch die Erkrankungen im psychischen Bereich. Die Dienstdauervorschrift, eigentlich zum Schutz des Lokführers gedacht, gerät immer mehr zum Hindernis für aufstrebende Initiatoren weiter ausgereizter Dienstpläne. Bereits heute liegen in nicht seltenen Fällen über 80% der Dienstschichten ganz oder teilweise in den Nachtstunden, also zwischen 22 Uhr und 6 Uhr. Die große Angst geht um, es könnte in nicht allzu ferner Zeit Verhältnisse ähnlich wie im Straßenverkehrsgewerbe geben. Vorschub für diese Horrorvision gaben einst die Gerüchte um Bußgeld gegen Lokführer, veranlasst durch das Eisenbahnbundesamt. Eine neue Behörde mit ihrem Hauptsitz in Bonn wurde als Kontrollbehörde nach der Privatisierung der Bahn eingerichtet. Das Zwangsgeld, was angedroht ist bezüglich der Fahrpläne, richtet sich an das Unternehmen, nicht an Sie. Absolut nicht an Sie. Es kann zwar gewesen sein, dass der Mitarbeiter des EWA in Hagen auf der Maschine festgestellt hat, dass der Fahrplan fehlte, aber der hätte bestimmt nicht gesagt, jo, da geben wir mal 1000 Mark, da ist die Sache in Ordnung. Nix. Das hat der nicht getan. Ja? Nee. Also glauben Sie das nicht. Glauben Sie, es wird also viel Unsinn erzählt. Ich sage Ihnen hier, es hat bis jetzt bei mir im Bereich noch kein Lokführer auch nur eine müde Mark bezahlt. Und ich könnte ihm zurzeit auch nur was wegnehmen in Bezug auf die Auskünfte bei Unfällen und auf die Unterlagen, die er mir nicht geben will oder mir was Falsches erzählt. Das ist die einzige Möglichkeit, die zurzeit da ist. So, was noch kommt da unten, 1, 2, 3, 4, das wissen wir noch nicht. Und was die Bayern machen, machen nur die Bayern, aber nicht das Eisenbahnbundesamt bis jetzt. Dass wir uns da ganz klar verstehen. Es gibt bislang nur in diesem einen Bereich die Möglichkeit, Sie zur Kasse zu bitten. Im Übrigen wird mitgeteilt, dass zukünftig Zugfahrten ohne gültige Fahrplanunterlagen aus den bereits oben genannten Gründen grundsätzlich ein sofortiges Verbot der Weiterfahrt des Zuges nach sich zieht. Wenn Sie nicht wollen, wie eben schon gesagt, weil wir keine polizeilichen Befugnisse haben, dann müssen wir die Polizei holen. Aber das wollen wir ja alle nicht. Verstehen Sie mich bitte richtig. Wir wollen das ja nicht. Wir wollen, dass der Laden läuft, blüht und gedeiht. Denn mit euch sind wir auch mit gut dran. Und der Laden soll blühen und gedeihen. Nur ist es hier mit gut gemeinten Worten nicht getan. Die Loks der Deutschen Bahn wurden, so könnte man meinen, für die Ewigkeit gebaut. Technik aus einer Zeit, wo die Wirkungen des elektrischen Stromes noch ein recht beeindruckendes Volumen zeigten. Das große Modewort heißt heute Innovationen. Derer gibt es reichlich, Ideen und vor allem Mut entscheiden die Zukunft. Beispiel die neue Neigetechnik in den Triebzügen der Baureihe 611, die hier bei der Adtrans in Hennigsdorf unter sehr hohem Zeitdruck des Auftraggebers gebaut werden. Wie bei der Baureihe 610 ist es eine sogenannte aktive, gleisbogenabhängige Wagenkastensteuerung, jedoch elektrisch angetrieben, nicht hydraulisch.
mit kompaktem, platzsparenden Stellantrieb, der im Drehgestell direkt auf die Wiege wirkt, also ohne hydraulische Zylinder und Gestänge im Wagenkasten. Geringerer Energiebedarf, da nur während des eigentlichen Neigevorgangs auftretend und nicht ständig hydraulischer Druck vorgehalten werden muss, also auch kein Hydrauliköl in der Neigeeinrichtung, um nur einige Merkmale zu nennen. Oder die neue Hochleistungslokomotive aus der 12X-Serie, hier auf der Adtrans eigenen Prüfstrecke in Hennigsdorf. Übrigens die erste komplett vom Eisenbahnbundesamt zugelassene E-Lok in Deutschland. Herr Dr. König, was sind die Besonderheiten dieser Lokomotive? Nun, ich denke, man sieht es rein äußerlich schon, welche Besonderheiten sich hier im Fahrzeug und um das Fahrzeug verbergen. Wir sehen einmal die doch recht futuristisch anmutende äußere Form, die insbesondere der Aerodynamik genügt, um die hohen Geschwindigkeiten mit geringem Energieverbrauch für das Fahrzeug selbst laufen zu können. Zum anderen sind innerhalb des Fahrzeuges diverse Dinge eingearbeitet und entwickelt worden, die dem Lokführer insgesamt die Arbeit erleichtern. Wir denken da an die doch sehr komplexen und einfach handhabbaren Bedienelemente, die Displays, die den Fahrzeugzustand dem Lokführer in jeder möglichen von ihm auch bestimmbaren Tiefe angeben können, sodass der Lokführer eigentlich immer auf dem Stand der Möglichkeiten des Fahrzeuges im Augenblick sich befindet. Das heißt, er kennt den tatsächlichen Leistungsstand, er kennt den Fehlerzustand des Fahrzeuges, der unter Umständen eine Einschränkung für das Fahrzeug bedeutet, und der Lokführer kann das entsprechend dann wählen, wie das Fahrzeug zu belasten ist. Die 12X entstand auf der Basis eines modularen Konzeptes. Aus variabel einsetzbaren und erprobten Bausteinen lässt sich eine komplette Lokomotivfamilie nach dem Baukastenprinzip aufbauen. Auf diese Weise kann je nach Kundenwunsch das am besten geeignete Fahrzeug zur Verfügung gestellt werden. Sei es für Hochgeschwindigkeitszüge im Personenverkehr, für schwere Güterzüge, für den Nahverkehr oder für den Einsatz in verschiedenen Stromsystemen. Die Bausteine eignen sich selbstverständlich auch für den Einbau in Triebköpfe und Triebzüge. Klar definierte Schnittstellen ermöglichen den schnellen Austausch der Module. Der Aufwand für Entwicklung und Erprobung reduziert sich deutlich. Die Fahrzeuge lassen sich durch Einbau neuer Komponenten jederzeit dem neuesten Stand der Technik anpassen. Sie nehmen also laufend am technischen Fortschritt teil. Die Entwicklung und Erprobung von Hochleistungskomponenten für Drehstromlokomotiven führte bei der Adtrans zu bedeutenden Innovationssprüngen. Hierzu zählen Entwicklungen wie eine neu entwickelte Kraftschussregelung, die GEA Live-Antriebe, eine Neuentwicklung der AEG als Lokomotivantrieb mit integriertem Fahrmotor, wassergekühlte Antriebsstromrichter sowie Antriebssteuerungen, Hilfsbetriebeumrichter und der Wechselstromhauptschalter. Die 12X ist die erste Vertreterin einer Lokomotivfamilie, die für jeden Zweck ein geeignetes Fahrzeug bietet, das einsatzfähig dem Kunden angeboten werden kann. Die Wirtschaftlichkeit der 12X ist durch Verbesserungen in den Bereichen Investitionsbedarf, Instandhaltung und Energieverbrauch erhöht worden. Durch Herstellung sowohl des mechanischen als auch des elektrischen Teils an einem Standort in Hennigsdorf wurde der Fertigungsprozess erheblich rationalisiert und beschleunigt. Die 12X ist eine umweltfreundliche Lokomotive. Sie ist zugleich die derzeit modernste elektrische Lokomotive der Welt. Am 30. Juni 1994 stellte die damalige AEG Daimler-Benz Industrie das Basismodell einer neuen Generation elektrischer Bahnfahrzeuge vor. Noch im Sommer ging die Lokomotive, die von der Deutschen Bahn die Baureihenbezeichnung 128 erhalten hat, in die Erprobung, in deren Verlauf sie bereits mit großem Erfolg auf dem Rollprüfstand der Deutschen Bahn in München getestet wurde. Dabei sind Geschwindigkeiten bis 330 km/h simuliert worden. Bei anschließenden Schleppfahrten erreichte die Lok im Zugverband Geschwindigkeiten bis 200 km/h.
Die erste Serie von Lokomotiven aus der 12X-Familie wird von 1997 an ausgeliefert. Es handelt sich dabei um die Baureihe 145, eine Lok, die für den Güterzugbetrieb konzipiert ist, aber auch Vorreisezugwagen eingesetzt werden kann. Die Deutsche Bahn hat im November 1994 insgesamt 80 Exemplare dieser Drehstromlokomotiven bestellt und eine Option über 400 weitere ausgesprochen. Dass es weiter so gut läuft. Und weiter gut laufen soll es auch für den Lokführer. Hat er doch, wenn ich hier den GDL-Bundesvorsitzenden zitieren darf, in der Traktion eine neue Heimat gefunden. Dies war nicht selbstverständlich, denn nach Gründung der Bahn AG gab es konkrete Pläne, die Traktion aufzulösen und die Lokomotivführer auf die Geschäftsbereiche zu verteilen. Dies wäre ein schwerer Rückschritt in eine Klassengesellschaft, vor allem für die Lokführer gewesen. Und dass wir nicht, wie ursprünglich gewollt, die Traktion in drei oder in vier Teile aufspalten und dass wir in Zukunft dann nur noch Lokomotivführer gehabt hätten, die einen im Fernverkehr, die anderen im Nahverkehr, andere wieder beim Ladungsverkehr, das war etwas, das wäre den Lokomotivführern wirklich auf Dauer gegen ihre eigene Rechnung gegangen. Die Lokführer stellen auch angesichts der technischen Entwicklung hohe Erwartungen an die Zukunft und die Traktion. Deren Fortbestand und somit der Erhalt eines abwechslungsreichen Arbeitsplatzes haben oberste Priorität. Wie steht es nun heute um den Erhalt der Traktion? Mit der Gründung der Deutschen Bahn AG wurde damals vor mehr als 2 Jahren ein neuer Geschäftsbereich, ein Geschäftsbereich, der ergebnisverantwortlich ist, geschaffen, die Traktion. Unser Leitsatz ist es, wir bewegen die Bahn. Man kann auch sagen, wo wir sind, da ist immer vorne. Mit der Gründung der Bahn gab es aber auch schon damals mit der Gründung der Traktion Überlegungen, die Traktion aufzuteilen im dann, wenn die zweite Stufe der Bahnreform käme und dann die Traktion auf die dann zu gründenden Aktiengesellschaften, den Personennahverkehr, den Personenfernverkehr und den Ladungsverkehr aufzuteilen, und zwar die Triebfahrzeuge und auch das Personal. Nun ist es gelungen, unser wertvollstes Kapital, das wertvollste Kapital, nämlich unsere Lokführerinnen und Lokführer, die zusammenzuhalten. Der Vorstand hat beschlossen, dass das Personal in einer selbstständigen Einheit Traktion zusammenbleibt. Gleichzeitig gibt es aber auch ein Projekt, das die Überlegungen anstellen soll, ob die Lokomotiven nicht aufteilbar sind auf die einzelnen Aktiengesellschaften. Dazu muss man natürlich Überlegungen anstellen, ist das wirtschaftlich sinnvoll und ist das machbar? Und das wird uns in den kommenden Monaten beschäftigen. Ich glaube auch, dass gerade die Ausbildung, die man ja jetzt erst wieder verkürzt hat, tut dieses Berufsbild abwerten. Vielleicht ist es gewollt. Ich glaube sogar, dass es gewollt ist. Die Verwaltung möchte einen billigen Lokomotivführer haben, keinen, der von der Sache etwas versteht, sondern einfach nur einen, der fährt. Der vielleicht auch fährt, wenn man nicht mehr fahren sollte. So würde ich das im Extrem sehen. Sicherheit, das, was unter Bundesbahnregie ganz oben stand, noch vor Pünktlichkeit, ist nicht mehr so gefragt. Das ist an vielen, vielen Sachen zu erkennen. Man traut uns mittlerweile zu, mit 5 Wagen
im S-Bahn-Betrieb alleine zu fahren, wo es so viele technische Mängel gibt, die man nicht einfach wegreden kann, sondern wo etwas geschehen muss. Man muss nicht alles machen, was man technisch oder was technisch möglich ist. Wir können nicht auf der einen Seite beklagen hohe Arbeitslosigkeit und dann die Technik so weit in Deutschland ausfallen, dass wir keine Menschen mehr haben, die der Arbeit nachgehen, weil die Technik alles macht. Wir müssen uns bewusst sein, dass der Lokomotivführer seit 130 Jahren eine hohe Verantwortung hat. Und ich will auch nicht, dass die hohe Verantwortung in eine technische Verantwortung übergleitet. Der Mensch hat die letzte Verantwortung. Und alles andere, das sind für mich nur technische Sicherungsmaßnahmen und mehr nicht. Und mehr nicht. Denn wir wissen ja, manche träumen ja von der Märklin-Eisenbahn im Großen als die BAG. Ich glaube nicht, dass wir einmal dahin kommen werden, vollautomatische Lokomotiven in dieser Größenordnung fahren zu lassen. Im Nahverkehr gibt es sowas schon. Was aber nicht in unserem Sinne ist. Das ist einmal nicht im Sinne des Lokführers, mit Sicherheit nicht. Es ist nämlich ein sehr interessanter Beruf und der sollte auf jeden Fall auch interessant bleiben. Abgesehen von den Arbeitskräften, die natürlich dann in irgendeiner Form ja zur Disposition stehen. Aber das kann ich mir bei dieser Technik, die ohne den Menschen im Hintergrund oder ich möchte sagen im Vordergrund realisierbar sein, bleiben muss, nicht möglich ohne Lokführer. Also das denke, der Lokführer wird nach wie vor seinen Arbeitsplatz auf so einem Fahrzeug haben müssen. Ja. Also das halte ich schon für eine Zukunftsperspektive, die den Beruf einmal sehr interessant macht, sehr technisch macht, weiter technisch interessant macht und auf jeden Fall auch ein Zukunftsberuf sein wird. Ja. Doch es sollte anders kommen. Mehr als 28.000 Lokomotivführer demonstrierten durch ihre Unterschrift gegen eine Teilung der Traktion und damit ihres Berufes. Mit einer bisher noch nie dagewesenen Ignoranz wird hier das Vertrauen der Beschäftigten in die Unternehmensführung enorm beeinträchtigt und billigend hingenommen. Wir werden nicht zulassen, dass durch den Trennungsbeschluss ein tiefer Graben zwischen die Lokomotivführer gezogen wird. Dass die Lokomotivführer finanziell, rechtlich oder sozial gespalten werden und dass die gleichartigste Gruppe der Deutschen Bahn AG zerschlagen wird. Wir werden nicht zulassen, dass der Beruf zum Job verkommt.